Hi, Enforcetech 2023. Wir sind hier am Stand von SwissP. Gehörte vormals zur RUAG Ammotech, jetzt aufgespaltet im Beretta-Konzern. Wie fühlt ihr euch denn jetzt zu Hause bei BDT? Das hat sich absolut eigentlich hervorragend integriert in den letzten paar Monaten. Man sieht es vorher als RUAG Ammotech verkauft worden an die Beretta-Familie in Italien, jetzt unter dem Dach der Beretta Holding. BDT Defense, so treten wir jetzt eigentlich auch erstmal so auf, zusammen mit der BDT. Mhm. Trotzdem noch ersichtlich, dass wir Ammotech sind, also Hersteller von Kleinkalibermunition und ziemlich führend im Bereich Wehrtechnik und Behörden. Okay, Kleinkalibermunition, reden wir jetzt natürlich von militärischer Kleinkalibermunition. Genau. Ne? Und da habt ihr auch was Neues am Start. Das haben das wir, steht ja. Hier schon. Das haben wir. Zu zwei, drei Sätze sagen. Genau, da sprechen wir von der 375er. Da die kleine Version, hinter mir die große Version, ergibt einen hervorragenden taktischen Vorteil gegenüber den 338er. Hervorragend eingebettet eigentlich zwischen der 50er und 338er. Also mit mehr Power, 1600, Einsatzdistanz, Penetration auf 600 Meter, 350 Grain Bullet. Eingeführt fängst die Ball. Und mit der 375er AP sind wir eigentlich ziemlich nah dabei, diese auch nahezu auf den Markt zu bringen. Okay. Genau. Und das ist also eine Patrone, um es nochmal kurz zusammenzufassen, die Lücke zwischen der 338 Labour Magnum und der 50 BMG schließen soll im militärischen Mittelstreckenbereich dann halt. Genau, genau. Also mit diesen USPs, mit diesen Vorteilen, mit mehr Power, Einsatzdistanz 375er, kommt nahezu eigentlich an die Penetration dazu und an die Distanz der 50er, viel leichter zu handhaben eigentlich für die Schützen und für die Hersteller. Haben x unterschiedliche Firmen eigentlich bemustert in den letzten zwei Jahren, Laufhersteller, Waffenhersteller und so, und das sollte dann demnächst auch auf den Markt kommen. Alles klar. Vielen Dank. Super. Danke dir, Andi.